jetzt geht's weiter mit Hubert Weiger. Treue Demo-Besucher kennen ihn, er ist der Vorsitzende des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Er sagt, engagiert euch, demonstriert und geht wählen. Hubert Weiger. Liebe Freundinnen und Freunde einer zukunftsfähigen Landschaft, einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Als wir vor 9 Jahren die erste Demo hier in Berlin durchgeführt haben, haben viele gesagt, das ist eine Eintagsfliege. Ihr werdet es nicht durchhalten. Und ich sehe ja manche, die damals schon dabei waren und die das gemeinsam mit uns auf den Weg gebracht haben. Und heute werden wir gefragt, was habt ihr denn erreicht? Was habt ihr in diesen 9 Jahren erreicht? In der Tat, wir haben nicht das erreicht, was notwendig ist, nämlich die Änderung der europäischen Agrarpolitik, die Änderung der nationalen Agrarpolitik. Aber wir haben in den Köpfen, ich glaube, auch in den Herzen viel bewirkt. Wir haben erkannt, wir können in unserer Gesellschaft nur mit Hilfe demokratischer Strukturen etwas erreichen gegen die Macht des Kapitals, gegen die Macht des Agrobusiness. Nur mit Hilfe demokratischer Prozesse haben wir die Chance. Und deswegen ist es so schlimm, wenn heute aus Deutschland die Forderung kommt zur Abschaffung des Europäischen Parlaments. Wir brauchen nicht dessen Abschaffung, wir brauchen dessen Stärkung, damit tatsächlich die Kommission kontrolliert wird. Wir brauchen die Transparenz, damit wir endlich wissen, was wir essen. Damit auch die Bauern wissen, was sie füttern. Damit die Menschen wissen, wie sie mit Natur und Landschaft umgehen. Wir brauchen endlich eine Agrarpolitik, die tatsächlich im Sinne des Menschen handelt. Schaden von der Bevölkerung abwehren. Dazu haben sich die Abgeordneten des Bundestages und der Bundesregierung verpflichtet. Und daran erinnern wir sie. Es ist ein Schaden für die Bevölkerung, wenn jährlich 3-4% unserer bäuerlichen Betriebe endgültig geschlossen wird. Keiner dieser Bauernhöfe kommt mehr zurück. Sie sind verloren. Und ohne die Vielfalt der bäuerlichen Strukturen haben wir keine Chance. Das heißt, wir müssen für die Bäuerinnen und Bauern kämpfen. Wir können nur gemeinsam mit ihnen die Agrarwende schaffen. Und sie müssen wissen, wir sind diejenigen, die sie brauchen, die sie wollen, die sie achten. Und nicht diejenigen, die angeblich für ihre Interessen kämpfen. Die kämpfen für die 10% derjenigen, die übrig bleiben und die von der bisherigen Agrarpolitik profitieren. Das müssen die deutschen Bäuerinnen und Bauern, die europäischen, erkennen, dass wir nur gemeinsam mit kritischen Verbrauchern, mit Natur- und Umweltschützern, mit Tierschützern eine Chance haben. Und das steht hier und das Gebot. Und dafür danke an euch alle, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Wenn nicht nur die Traktorenfahrer, die Bäuerinnen und Bauern, die hier vorbeifahren, und es ist die größte Traktordemo, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Die haben sich teilweise schon vor 1-2 Tagen auf den Weg gemacht, um hier zu sein. Aber es haben auch viele von euch sich um Mitternacht auf den Weg gemacht, um hier zu sein, um sichtbar auf der Straße für
nicht nur ihre Interessen, für die Zukunft unseres Landes einzutreten, Gesicht zu zeigen, das ist die Waffe von uns Demokraten. Was wir erreicht haben, ist das inzwischen das, was wir wollen. Eine gentechnikfreie Landwirtschaft, eine artgerechte Tierhaltung, die Erhaltung bäuerlicher Strukturen, sauberes Wasser, die Erhaltung der Biodiversität der Tier- und Pflanzenarten in der Fläche. Eben schon längst nicht mehr nur Forderungen von uns Trägerverbänden sind. Sie werden von 85% der Bevölkerung unterstützt. Und deshalb muss die Politik darauf endlich reagieren. Und deshalb brauchen wir in diesem Jahr 2019 eine Reform der europäischen Agrarpolitik, die Geld gibt, nicht für die entsprechende Flächenbewirtschaftung, sondern die Geld gibt für Leistungen für die Erhaltung von Betrieben, für die Erhaltung von regionalen Strukturen, für die Qualität der Produktion und der Landschaft. Wir müssen die Landwirte honorieren und nicht subventionieren, die Großstruktur. Da schlägt die Stunde der Wahrheit im Bundestag genauso wie in der Bundesregierung, genauso wie im Europäischen Parlament. Und deswegen brauchen wir Transparenz. Und deswegen brauchen wir den politischen Druck. Denn ohne diesen politischen Druck werden wir in unserer Demokratie nichts erreichen. Und deswegen müssen wir nicht weniger, sondern mehr werden. Wir brauchen viele Demos, wir brauchen viele Aktionen, damit tatsächlich wir kapieren, wir können handeln, wenn wir handeln wollen. Wir müssen diejenigen, die entsprechend gewählt sind, dazu bringen, das Anliegen der Bevölkerung und nicht des großen Kapitals zu vertreten. Wir müssen deshalb als erstes, ich halte das für die wichtigste Aufgabe, endgültig in unserem Lande wieder die Tierhaltung an die Fläche binden. Wir dürfen nur so viele Tiere halten, wie wir von der eigenen Futtergrundlage ernähren. Dann sind wir nicht mehr abhängig von US-Soja oder südamerikanischen Gensoja. Auch wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, wir sind nicht machtlos. Das Schicksal unserer Landschaft, das Schicksal unserer Landwirtschaft, das entscheidet sich mit unserem eigenen Einkaufsverhalten. Täglich an der Ladentheke können wir abstimmen. Für was geben wir unser Geld aus? Und wir werden, wenn wir billig Nahrung in Anführungszeichen nachfragen, dann dürfen wir uns nicht beschweren über tierquälerische Haltung, über die Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlagen. Qualität ist unverzichtbar. Wenn wir nur als Deutsche an die Qualität unserer Nahrungsmittel wenigstens einen Bruchteil dessen als Maßstab anlegen, was wir als Autobenutzer selbstverständlich waren. Wir kaufen keine Billigautos, wir kaufen die teuersten Autos. Wir haben die höchste Allradfahrzeugdichte der Welt in dem Land, in dem es so gut wie keine nicht geteerten Straßen gibt. Diese Perversität unserer Gesellschaft, die müssen wir anprangern. Wir müssen das Geld dort ausgeben, wo es in unserem eigenen Überlebensinteresse ist, an den Bauern. Honorierung, Leistung.
Und das heißt aber auch unter dem Strich, dass am Ende wir weniger zahlen. Denn damit hört die Subventionierung auf für kaputtes Trinkwasser, weil es nicht über Fangwasserversorgungssysteme beschafft wird. Dann hören die Subventionierungsprozesse auf und dann haben wir auch einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz selbst geleistet. Das heißt, Atomausstieg selbst machen, Kohleausstieg selbst machen, Agrarwende selbst machen, das ist das, was wir als erstes machen können und machen müssen. Danke. Wir Bäuerinnen und Naturschützerinnen und Tierschützerinnen zusammen moderieren.